So, ein kleines lustiges Experiment aus dem 3D-Drucker. Wohin zeigt der Pfeil? Schauen wir uns das mal im Spiegel an. Aha. So. Und dann kann man das Ganze auch noch in Drehung versetzen. Allerdings ist meine Plattform jetzt etwas langsam. So. Den Pfeil habe ich zugegebenermaßen nicht selbst konstruiert. Nur die Plattform darunter stelle ich nachher in Thingiverse ein. Denn damit kommt er doch irgendwie nochmal ganz anders zur Geltung. Und gleich erscheint wieder der Pfeil und man sieht, nach einer halben Umdrehung zeigt er wieder in die gleiche Richtung.